Geld verdienen mit dem Smartphone. Und zwar per App. Ganz einfach und von überall aus. Wie gut das funktioniert und was dabei herausspringt, haben wir getestet. Sich mit dem Handy was dazu verdienen. Klingt erst einmal verlockend. Galileo-Reporterin Claire findet sofort zahlreiche Apps, die das anbieten. Also hier steht, mit Mikrojobs kann man bis zu 100 Euro am Tag verdienen. Das ganz ohne Vorkenntnisse, einfach nur mit einem Telefon. Ich frage mich gerade, was sind das eigentlich für Jobs? Und vor allem, kann man die wirklich einfach so nebenbei machen? Claire hat sich für ihren Test 4 beliebte Mikrojob-Apps installiert. StreetSpotter, Clickworker, AppJobber und Roamler. Mit mehr als 500.000 Downloads sind StreetSpotter und Roamler die beliebtesten Apps. Für die Einrichtung ihres Kontos benötigt Claire nur wenige Minuten. Ein aktuelles Foto, persönliche Infos und schon kann sie sich offene Jobangebote aus der ganzen Stadt ansehen. Claire testet als erstes die App StreetSpotter. Schon kurz nach der Anmeldung erhält sie den ersten Auftrag. So, mein Account wurde aktiviert und jetzt ist direkt mein Willkommensjob reingekommen. Ich glaube, ach ja, hier, der dient dazu, mir die Funktionsweise der App zu erklären und ich soll in einen Supermarkt und dort Fotos von einem Regal machen. Okay, kriege ich hin. Das Praktische: In der App werden alle Angebote auf einer Karte angezeigt. So kann Claire sofort sehen, wie lange sie braucht, um den Job anzutreten. Der Supermarkt ist nur wenige Gehminuten entfernt. Aufgaben wie diese könnte sie also auch während eines normalen Einkaufs erledigen. Okay, da vorne ist jetzt der Supermarkt und die Aufgabenstellung ist eigentlich ziemlich easy. Ich soll ein paar Übersichtsbilder machen und das Teeregal fotografieren. Die App gibt Claire eine genaue Anleitung, wie und was sie fotografieren soll und zeigt ihr Beispielbilder. Wenn Claire mit den Anforderungen einverstanden ist, kann sie den Job in der App akzeptieren. Der ist dann 12 Stunden lang für sie reserviert. Claire macht zuerst Außenbilder des Supermarkts. Dann geht es im Supermarkt weiter. Hier soll Claire verschiedene Bilder des Teeregals machen. Diese Daten dienen Unternehmen zum Beispiel zur Marktforschung. Mit den Übersichtsbildern vom Supermarktregal kann der Auftraggeber genau sehen, wo und wie die Produkte platziert sind. Nach ein paar Schnappschüssen ist die Aufgabe erledigt und das erste Geld verdient. 1 Euro verdient. Fühlt sich irgendwie gut an. Motiviert macht sich Claire auf zum nächsten Job. Und der liegt ganz bequem auf dem Weg zur Arbeit. Am Bahnhof. Hier soll Claire die WLAN-Verfügbarkeit überprüfen. Dafür gibt es sogar satte 4 Euro. Doch die Aufgabe klingt einfacher, als sie ist. Ich soll mich in die Eingangshalle begeben, ein Foto davon machen, mich mit dem Netzwerk verbinden, diverse Screenshots vom Anmeldeprozess. Dann muss ich zum Gleis, das Gleis notieren. Das ist ganz schön kompliziert und auch ganz schön viel zu tun. Claire schießt zuerst das Foto von der Eingangshalle. Dann geht es weiter zu den Gleisen, wo sie sich mit dem WLAN verbinden soll. Hier macht Claire Screenshots von jedem Anmeldeschritt und ein Foto von dem Gleisabschnitt, auf dem sie steht. Wow, also der Job war jetzt schon ein bisschen umfangreicher als gedacht. So mal eben nebenher beim Auf die Bahn warten kriegt man das nicht hin. Da sollte man sich schon so gute 15 Minuten Zeit nehmen. Aber 4 Euro verdient. Das verdiente Geld kann sich Claire später ganz einfach per PayPal auszahlen lassen. Das kann allerdings bis zu 30 Tage dauern. Während der Arbeitszeit kann Claire keine Mikrojobs annehmen. Doch sie will so schnell wie möglich wieder die virtuelle Kasse klingeln lassen. Und zwar während der Mittagspause. In einem nahegelegenen Restaurant möchte Claire was essen. Und nebenbei die App Clickworker testen. Es gibt Mikrojobs, die kann man einfach so in der Mittagspause online machen. Wie zum Beispiel diesen hier.
Über Google soll sie eine bestimmte Internetseite aufrufen und für 3 Minuten geöffnet lassen. Der Nachteil: Claire muss die Seite während der gesamten Zeit geöffnet haben und kann ihr Handy nicht nebenbei benutzen. Lohnt sich das Warten denn? Ich habe jetzt 12 Cent in 3 Minuten verdient. Wenn man sich das jetzt hochrechnet auf eine Stunde, landen wir beim Stundenlohn von 2,40 Euro. Für den Heimweg hat sich Claire mit AppJobber einen lukrativeren Auftrag ausgesucht. Sie soll Schäden an einem Carsharing-Auto dokumentieren. Dafür bekommt sie ganze 6 Euro. Klingt nach leicht verdientem Geld. Doch die Suche auf dem riesigen Parkplatz gestaltet sich schwieriger als gedacht. Man denkt immer, es ist so einfach, aber man muss halt immer erst den Ort finden, an dem man dann das Geld verdienen kann. Wo das Auto genau steht, zeigt die App nicht an. Claire kennt nur das Kennzeichen. Aber dann. Ich hab's gefunden! Hier dokumentiert Claire leichte Schäden am Tankdeckel und auf der Motorhaube. Hier ist so eine Delle. Erst Fotos hochladen, dann Fragen zum Zustand des Autos beantworten. Job erledigt. Tag 1 geht zu Ende. Und es hat funktioniert. Claire konnte alles neben ihrer eigentlichen Arbeit erledigen und sich etwas dazu verdienen. Ihr Fazit? Ich habe heute gelernt, es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Mikrojobs, aber man muss wirklich aufpassen, welchen man denn genau annimmt, weil manche sind einfach und schnell gemacht, andere aber sehr umfangreich. An Tag 2 testet Claire, wie viel man als Vollzeit-Mikrojobber verdienen kann. Ihren ersten Auftrag besorgt sie sich über die App StreetSpotter. Sie soll 3 Litfaßsäulen fotografieren, damit der Auftraggeber überprüfen kann, ob die 9 Plakate ordentlich angeklebt wurden. Für jede Säule bekommt Claire 2 Euro. Ich habe 6 Euro gemacht und das sind noch nicht mal 15 Minuten, also sehr schnell verdientes Geld. Der nächste Job wartet in einem anderen Stadtteil. In einem Elektrofachmarkt soll Claire die ausgestellten Haarentfernungsgeräte abzählen und fotografieren. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen angenervt, weil man hier einfach 10.000 Fotos machen muss von diesem Regal. Immerhin, 5 Euro bringt Claire der Auftrag. Weiter geht's mit AppJobber. Und der nächste Auftrag bringt Claire nicht nur Geld. Ich arbeite jetzt für 3 Euro und ein kostenfreies Essen. Und das Einzige, was ich dafür machen muss, ist das Essen bestellen und gucken, ob ich Coupons dazu bekomme. Klingt einfach, oder? Dazu besucht Claire ein Fastfood-Restaurant. Anstehen, Essen bestellen und den Kassenbon abfotografieren. So bekommt Claire ihre Kosten später auch zurückerstattet. Doch wie gut eignen sich die Apps nun wirklich zum Geldverdienen? Claire macht Kassensturz. 14 Euro in 7,5 Stunden. 5 Stunden davon hat Claire allerdings nur dafür gebraucht, von Job zu Job zu fahren. Also Vollzeit könnte ich nicht als Mikrojobber arbeiten, weil es ist dann doch schon ein bisschen mühsam alles und man kommt nicht auf so einen guten Stundenlohn. Aber ich finde, so nebenher ist es eine gute Sache, mit der man sich so ein bisschen sein Taschengeld aufbessern kann.